So, alte Münze, Elektrum, wir haben 9. Und wir brauchen nur ein. Dann bauen wir mal ein Elektrum. Seht ihr, jetzt sind von 9 2 Münzen auf einmal weg. Ich habe keine Ahnung warum. Obwohl da steht 1. Was heißt das jetzt? Ich bin hier... Ich dachte, ich brauche nur eine alte Münze, aber ist leider nicht so. Hm. Vielleicht wisst ihr es ja, vielleicht könnt ihr mir sagen, wo ich es genau herausfinden kann, was für Materialien ich brauche, weil mir werden direkt 2 alte Münzen entnommen, um ein Elektrum zu kriegen, obwohl es mir hier gar nicht angezeigt wird. Hier steht hier nur eine alte Münze, 1 von 1. Das ist es nämlich, was mich hier ein wenig Kopfschmerzen verbreitet. Warum das hier so aufgelistet ist. Es ist immer die doppelte Menge. Gerade ging es ja auch noch. Hier fehlt mir noch ein Elementenfragment. Stein der Weisen. Okay, Methryl. Wir können einen Elektrumring bauen. So, da steht wieder Elektrum. Ich habe jetzt 4 Elektrum hier gebaut. Und ich werde bestimmt gleich ein Elektrum brauchen. Beziehungsweise 2. Es ist echt komisch hier. Hier, Krabbelerseite 1. Ich probiere es einfach mal aus. Da klappt es. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. So, jetzt brauche ich natürlich... Nee, jetzt ist was ganz anderes. Elektrum brauche ich da angeblich 1, aber ich weiß es nicht, was das bedeutet. Also in den Klammern heißt, das ist das, was ich besitze. Ich besitze eine Sache, ich bin hier noch durcheinander. Vielleicht könnt ihr mir das ja in den Kommentaren aufklären. So, robustes Bandana. Könnte ich mir jetzt auch herstellen. Ich gucke jetzt mal. Und wieso... Achso, ich kann nur eine Sache. So, Elektrumring. Da habe ich nichts. Da habe ich auch noch nichts. Nö. So, Umhang. Nö. Gut, dann haben wir alles synchronisiert, was wir können. Verkaufen. Manuskripte, Schattensprache haben wir bekommen. Ach, Turbulenzen haben wir auch noch. Odins Gewürz haben wir auch noch ein. Turbulenz. Mal gucken, was es bewirkt. Nein, nein, nein. Trank des Lebens. Sollte ich mal wieder welche einpacken? Sehe ich gerade. Die behalte ich noch alle. Falls wir doch noch irgendwas synchronisieren müssen. So, den Windumhang haben wir gerade gekauft. Der Ring bringt uns gar nichts. Hier sind die ganzen Items und hier sind die ganzen Küchen-Items. Okay. Ausrüsten. Emil. Können wir irgendwas hier? Erstmal den Schuppenbrustpanzer. Robustes. Robustes haben wir. Und mir wurde auch erklärt, was dieses P-Angriff, P-Verteidigung, A-Angriff und A-Verteidigung. Ich bedanke mich an denjenigen, der es mir gesagt hat. P ist für Nahkampfschaden und A ist halt für Zauber. Wenn ich jetzt, ich denke mal, das geht um die Artis, das heißt, wenn ich jetzt Demon Fang oder so mache, dass wenn ich jetzt hohen A, also aktiven oder wie auch immer das hier genannt wird, A-Angriff habe, dass es mehr Schaden raushaut, würde ich mir jetzt so denken. Wenn es doch nicht so ist, dann kann derjenige mir doch nochmal genauere Bezeichnungen sagen, ob ich damit recht habe oder nicht. So, was nehme ich denn? Wir nehmen den Lederumhang weg und kriegen P-Verteidigung. Ich glaube, das, also P- und A-Verteidigung ist, glaube ich, für Elements. Wenn ich Schaden bekomme, kriege ich weniger und Nahkampfschaden kriege ich weniger. So würde ich das jetzt interpretieren, wenn er mir das so geschrieben hat. Wenn nicht, dann kann derjenige sich nochmal melden. Ich wäre ihm wieder sehr dankbar. Verbesserte Eisenschiffe, gut, aber schwer.
Dann nehmen wir den Lederumhang, dann haben wir mehr Sachen. Da haben wir nichts. Ja, das war's. Gut, dann haben wir schon mal ausgerüstet. Dann gehen wir wieder raus. Dann heißt es erstmal in Richtung Tempel gleich zu gehen. Das Schicksal scheint etwas dagegen zu haben, dass die Auserwählte ihr Leben in Frieden lebt. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Wenn wir aber noch hier sind, werde ich mal kurz zu Colette rausgehen. Wenn wir jetzt erstmal mit den Sachen hier noch gehen. Seitdem Professor Rain zu ihrer Reise aufgebrochen ist, ist ein neuer Lehrer in der Schule, aber er scheint Schwierigkeiten zu haben, sich einzuleben. Das haben wir auch schon gemerkt. Die Kinder öffnen ihn nicht so, wie er sich das wünscht, der neue Lehrer. Ah, du erklärst mir bestimmt. Ich hörte, dass es war. Ich hörte, dass Lloyd es war, der die Blutsauberung durchführte. Okay. Das haben wir auch gehört, aber mal gucken, ob es wirklich bestätigt wird. So, da haben wir jetzt. Och, wie heißt ihr nochmal? Ich hab euch voll vergessen. Frank war einmal. Ich dachte, Colette könnte in Frieden leben, nachdem ihre Reise als Auserwählte der Erneuerung vorüber war. Nee, scheint wohl nicht. Und wer bist du nochmal? Phaedra, genau. Du bist hier, um Colette zu sehen? Nicht ganz. Ich bin auf der Suche nach Lloyd. Aber der ist wohl nicht hier und keiner hat den gesehen. Dann werden wir mal mit dem Vater von ihm reden. Wenn wir ihn finden. So, auf geht's zum Felde. Auf geht's nach Norden. Tempel von Martel. Der Tempel der Kirche von Martel. Angeblich wurde das Orakel der Engel hier überliefert. Ja, hier haben wir Lord Remel getroffen in den allerersten Teil. Und hier sehen wir schon das Monster, was genannt wurde. Und es ist natürlich nicht an. Wer kann das nur sein? Es ist das Lieblingstier von Lloyd. It's the pet monster that belongs to that strange guy we ran into at the beach. Oh, traurig. That is rather rude, Emil. That man was a dwarf. And this guy isn't a monster, he's a dog. You think you can move for us, doggy? I don't think he's a dog. Leave this to me. Hm? Tenebrae's laughing. Hey, Tenebrae, what was so funny? Perhaps some other time. Now then, let us proceed. He's still laughing. It's weirding me out. Oh, hey, wo ist er hin? Schade, er wurde nicht vorgestellt. Dann vorstelle ich ihn vor. Es war Noshi, ja, unser treuer Gefieder. Getreuer Hund von dem ersten Teil, wo wir auf der Overworld reiten konnten. So, hier soll jetzt. Okay, das ist neu. Die Hütte ist neu. Hier soll der Zwerg sein. Wir wissen ja, wie alle wieder heißt. Ich hoffe mal, er stellt sich hier gleich auch selber vor. Dann mal rein mit uns. Ach, da ist er auch schon. You're the kids that were lost. Thanks for giving us directions. We heard we might be able to find Lloyd Irving's father here. You're talking to him. We're not linked by blood, but he's my son. Have you heard anything from Lloyd recently? We're looking for him. You! Aren't you ashamed of what Lloyd did in Palma Costa? You're his father!
I'm proud to call Lloyd my son. I've got nothing to be ashamed of. You. If Lloyd had anything to do with what happened in Palma Costa, he wouldn't have just disappeared like that. I didn't raise a man who runs from his own responsibilities. My boy may be a fool, but he's not a bad person. So have you had any contact with him? Nope, haven't heard a word. He was on a journey to gather X-Spheres, but then he just suddenly came back about 6 months ago. He said he was on his way to save a friend, and he had to travel light. So he left Noish, that animal you saw outside. Haven't seen him since. I see. If you kids happen to see Lloyd, give him a message for me, will ya? Tell him Noish is getting lonely, so come home soon. Ach so, er stand schon dran, dass es Dirk ist. Er hat sich selbst nicht vorgestellt. Fand ich jetzt schade. Aber wir wussten natürlich, wer das war. Dirk und Noshi. Ich sag trotzdem Noshi. Gefällt mir trotzdem der Name Nosh. Das E wird gar nicht ausgesprochen. Na egal. Tenebrae und Noshi. Tenebrae, what were you and Noish talking about? Oh, just a humorous anecdote. Last week, when Noish was drinking down by the riverbed, the most unbelievable thing came drifting down the river. Well, what was it? That's just it. You wouldn't believe me if I told you. Oh, I can't. Oh, it almost hurts. What is it? Hurry up and tell us. Well, you see, it was a... No, it was nothing, really. Tell us! Interessant. Was denn hier jetzt wieder passiert? Das ist eine Barriere. Durch eine geheimnisvolle Kraft versiegelt. Können wir eben mit ihm nochmal reden? Wenn ihr Leute zufällig trifft, übergibt ihm eine Nachricht von ihr. Sagt ihm... Okay, den Text haben wir gerade schon gehört. Was ist hier los im Turm wieder? Müssen wir hier wieder was lösen? Okay, der Turm hat sich hier nicht verändert. Schauen wir... Es liegt Gefahr in der Luft. Du solltest im Moment nicht weitergehen. Hä? Was ist denn hier los? Dann habe ich keinen blassen Schimmer. Dann gehen wir mal raus. Wenn wir nichts zu tun haben, gehen wir wieder. So. Emil, what's wrong? He's not related to Lloyd by blood, and yet he really seems like he's Lloyd's father. On the other hand, my uncle was always so ashamed of everything I did. Emil. Excuse me, do you have a moment? Hall, one of the village children, has gone missing. Have you seen a boy about 8 years old around here? Oh, we met him by the town entrance. He said something about going to a haunted ranch. So he went to the human ranch. Thank you. The haunted ranch he was talking about was a Desaian's human ranch. I hope he's all right. There aren't any Desaians there anymore. I'm sure he'll be fine. Besides, he's an apprentice of the mighty Lloyd, remember? I understand your grudge against Lloyd, but Paul has nothing to do with that. The Emil I like wouldn't think like that. My Emil is better than that. Whatever! I don't even remember you. Stop trying to make me into something I'm not. I don't need you telling me who I'm supposed to be. I'm sorry. Oh, da hat er mal seine Klappe aufgemacht. Verlegenheit. Jetzt sind so ein. Wir haben jetzt einen kleinen Streit gehabt. Verlegenheit Teil 2. Genial. I wonder if that was too harsh.
Neil must be angry with me. But Marta refuses to see the real me. I haven't been paying attention to who Emil really is. Of course he'd be upset. Und kannten wir die Person nicht? Also ich kannte die schon, vielleicht ihr auch. Dann reisen wir jetzt auch mal zu der Spukfarm. Aber wir haben keine Möglichkeiten dorthin. Das gefällt mir jetzt nicht. Dann reisen wir eben zurück nach Eselia. Vielleicht erfahren wir dort mehr. This is all my fault. If I just kept an eye on him, I could have stopped him before he left town. Lilia, it's going to be all right. Professor Sage will find Paul. He'll be fine. Right. But Professor Sage is a half-elf. I don't know if this is such a good idea. Stop that nonsense! Professor Sage, save the Chosen! She's a good half-elf. She's nothing like the Desaians. She'll save Paul. Hey, Emil. Do you think Rain is that woman we saw earlier? Yeah, maybe. She's a half-elf. I wonder if that's why no one went with her to search for Paul. Huh? I mean, people are prejudiced against half-elves. I even used to be afraid of them. Way back when. Half-elf. Prejudice. I'm going to the human ranch. You and Tenebrae wait here until I get back. Why? Even if the Desaians are long gone, there are probably monsters. I can't let her go alone. There's no guarantee you'll meet up with her. I'll go with you. But Paul is Lloyd's apprentice. It's okay. You don't have to keep worrying so much about my feelings. Sorry. Come on, let's head for that ranch. Ah, jetzt können wir dorthin gehen. Sehr schön. Menschenfarm, hören wir uns noch mal an. What sort of places were these human ranches? It's where they used to make X-spheres, devices that raised a person's abilities to their fullest potential. So, they were like factories? From what I heard, they were more like labs for human experiments. The X-spheres were apparently stones, activated by human suffering. So they implanted X-spheres in people, then tortured them in all sorts of ways. The hearts of men are more terrifying than any monster. Huh? Oh, just the ramblings of a spiteful centurion. Ja, nicht ganz, also so viel wie ich herausgefunden habe, ist, dass Exfers aus dem Menschen gewonnen wird. Und es verzehnfacht die Kraft eines Menschen. Deswegen gibt es auch diese Menschenfarben gewesen. Also die, keine Ahnung, wie sie es gemacht haben. Auf jeden Fall sind die Menschen gestorben. Nur wegen so einem Exfers. Ich weiß nicht, wie die es gemacht haben. Ist es aber auch schrecklich, wo ich das erfahren habe im ersten Teil. Und zum Glück ist das hier in diesem Teil nicht mehr so. Hier geht es um andere Mächte, die wir hier haben. Und ich würde sagen, die Spukfarm, Menschenfarm von Eselia werden wir uns beim nächsten Mal uns anschauen. Ich werde dann... Ja, eigentlich kann ich gar nicht trainieren. Da wir bestimmt in ein neues Gebiet kommen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt zurückgehen kann oder nicht. Wenn ja, werde ich die Monster schon mal ein bisschen leveln. Damit wir nicht so viel Tote haben. Hier die drei Leveln. Ich weiß nicht bis wie viel. Und ich guck mal, ob vielleicht wird es passieren, dass ich hier mit Emil und Marta einige Level erreiche. Ich weiß es noch nicht, aber erstmal die Monster leveln. Dann war es das erstmal hier mit Tales of Symphonia, Dawn of the New World. Wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr die Videos hier bewerten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Also. Bis dann.